Was? Oh Gott. Dieser elende Mistkerl. Jetzt ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Das dreckige Schwein hat lang genug auf dieser Welt existiert. Wer ist das? Ja, zum Teufel seid ihr. Der Abschaum kann sich nicht mal mehr an uns erinnern. Wir sind die Vampire, die du vor Monaten und Jahren gegen ihren Willen zu Monstern gemacht hast. Die du ihren Familieninteressen und für deinen widerlichen Krieg hast kämpfen lassen. Wir sind die ehemals von dir magisch kontrollierten Vampire. Doch nachdem deine Macht vor einigen Tagen gebrochen wurde, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, unsere Rache zu vollziehen. Wir haben uns gesammelt und versteckt, um dich an einen Ort in Stücke zu reißen, an den du nicht entkommen kannst. Für all das, was du uns allen angetan hast. Und die wussten genau, dass das hier ist? Nice, nice. Das ist euer letzter Fehler. In der Ebene der Blutgeister werdet ihr erkennen, dass mir zu dienen die bessere Alternative gewesen wäre. Du widerlicher Bastard, wirst jetzt endlich für deine gerechte Strafe. Wirst du endlich deine gerechte Strafe erhalten. Meine Güte, heute lese ich mal da schön vor. Meine Frau ist zerbrochen und hat sich umgebracht, als ich nicht mehr nach Hause kam. Mein Kind ist qualvoll verhungert, als ich dir zwangsweise dienen musste. Du elendes Schwein hast so viel Leid in diese Welt gebracht. Jeder von uns hat alles verloren. Die eigene Familie, das eigene Zuhause. Du und deine dreckigen Begleiter werden jetzt dafür sterben. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance gegen so viele Vampire haben. Eure wertlosen Schicksale sind mir völlig egal. Eure Familien wären ohnehin früher oder später in diesem Krieg gestorben, ihr nutzlosen Maden. Und ihr Dumpfköpfe wisst wohl nicht, dass kein Vampir seinen Schöpfer angreifen kann. Lügen, nicht das Lügen. Lügen. Jetzt ist der Zeitpunkt für unsere Rache gekommen. Tötet sie alle im Namen unserer Familien. Angriff. Elaine? Das wird nicht gut für uns enden. Kommt, ihr elenden Maden. Mein Säbel lechzt nach eurem Blut, während eure Muskeln jämmerlich versagen werden. Steh. Was zum Teufel? Was hast du gemacht, Asgard? Dieser Schmerz. Das bin ich nicht. Nein. Was ist da? Was passiert hier? Woher soll ich das wissen? Sie sterben alle, aber wieso? Wie kann das sein? Sie sind alle tot? Was für eine verfluchte Magie ist das? Sind sie gestorben, weil sie dich, ihren Schöpfer, angegriffen haben? Nein, das war etwas anderes. Siehst du dieses grüne Blut? Irgendwas hat sie verändert. So muss irgendeine magische Schutzvorrichtung gegen schwächliche Vampire haben. Lass uns hier einfach so schnell wie möglich verschwinden. Was auch immer das für eine teuflische Magie war, wir sollten diesen Ort verlassen, bevor wir noch das gleiche Schicksal erleiden. Woher zum Teufel wussten diese Vampire überhaupt, dass wir hier sind? Ein Speer von denen muss uns irgendwie gefolgt sein. Er hat wohl die anderen abtrünnigen Vampire hergeführt. Oh oh. Asgard und Valna? Was auch immer hier gerade passiert ist, wir sind noch da. Mich interessiert nur noch eins. Wir holen uns das Buch aus Burg Horan. Du bist wirklich wahnsinnig. Wie sollen wir uns einer Armee aus Elras entgegenstellen? Wir verwandeln jeden verdammten Menschen auf dieser Welt in einen Vampir und greifen Burg Horan an. Du willst die gesamte Menschheit für das Buch opfern? Wenn dir ein besserer Weg einfällt, wie wir die Elras aufhalten können, dann raus damit. Wir sind zwar inzwischen stärker geworden, doch von unserer damaligen Macht, als wir alle Elras vernichtet haben, sind wir noch weit entfernt. Nee, ihr hattet Stufe 80 Ausrüstung, ich habe Stufe 95 Ausrüstung, wir sind stärker. Diese Macht bekommen wir nur wieder, wenn wir mit Hilfe des Buches einen Weg finden, den Zauber der Elras-Rune rückgängig zu machen. Wir haben übrigens keine Hintergrundmusik, fällt mir gerade auf. Und endlich mein verdammtes Halsband losbekommen. Das kann einfach nicht sein. Wenn du nichts Sinnvolles beizutragen hast, sei einfach still, elender Feigling. Was zum Teufel? Wir werden auf gar keinen Fall die gesamte Menschheit in Vampire verwandeln. Und wie sieht denn dein Plan aus, um ins Buch zu kommen? Kerl? Auch wenn du zu schwach bist, ich bin es nicht. Die Waffen der korrumpierten Soldaten neutralisieren meine vampirischen Fähigkeiten nicht. Was redest du da? Deine Verdammnisklinge konnte es nicht und diese magischen Waffen der Soldaten des Heiligen Kreuzzugs können es auch nicht. Und da bist du dir ganz sicher? Mit dieser Annahme willst du dich allein im Kampf gegen Soldaten und die Elras stellen? Wir schleichen uns in die Burg, dann finden wir Neria und holen uns von ihr das Buch der Elras. Ein Treffer dieser Klinge und Elaine und ich werden so schwach wie Menschen sein. Da schicke ich lieber hunderte Vampirdiener vor, die den Weg für uns freikämpfen, wie damals, als wir gegen die Elras gekämpft haben. Als wir entdeckt werden, vernichte ich die korrumpierten Soldaten und ich halte euch zurück. Von wegen.
Die kommt doch nichts gelegener, als wenn mich einen der Klingen verletzt. Wenn du stirbst, ist er den aufgrund des Halsbandes auch verloren. Also sei nicht so paranoid, Asgard. Ich bringe uns durch die korrumpierten Soldaten bis zu Nerea. Dort vernichten wir das Miststück. Pah, ich vertraue dir nicht, Walner. Wir werden auf keinen Fall alle Menschen zu Vampiren machen. Das kannst du vergessen, Asgard. Und ich weiß nicht, ob Walner wirklich gegen diese magischen Waffen immun ist, aber ich vertraue ihm. Er ist stark genug und wird uns bis zu Nerea bringen. So ist das also. Euch ist die Menschheit also so viel wert, dass ihr lieber einen Selbstmordeinsatz durchführen wollt, als sie zu opfern? Walner schafft das. Wir werden diese Welt retten. Wenn nicht, wird ohnehin bald alles Leben durch die Elras ausgelöscht. Wir schauen uns Burkoran an und wenn es keinen geeigneten Weg gibt, passen wir den Plan nochmal an. Und wer garantiert uns, dass sich Nerea überhaupt dort aufhält? Vielleicht erobert sie gerade eine Stadt nach der anderen mit ihren verdammten korrumpierten Soldaten. Dann sollten wir uns in einigen Städten umschauen, ob wir sie finden. Falls nicht, schleichen wir uns durch Burkoran bis in ihr Quartier. Na schön, dann besorgen wir euch noch die besten Waffen, die wir finden können. Die werdet ihr definitiv brauchen und ich hoffe, meine Verdammnisklinge ist noch etwas wert im Kampf gegen die korrumpierten Soldaten. Du hast noch immer nicht erzählt, wo die Verdammnisklinge eigentlich her hast. Ihr braucht nicht alles zu wissen und jetzt kommt, lasst uns noch schnell dieses Versteck nach nützlichen Dingen durchsuchen. Ich habe keinen Bedarf, zu einer grünen Blutpfütze zu werden. Aber ich bin sicher, so Baldur hat hier noch wertvolle Dinge versteckt. Dieses Schwein hat es nicht anders verdient, als völlig vernichtet und geplündert zu werden. Danach schauen wir uns in den Städten nach Nerea um. Falls wir sie nicht finden, fliegen wir zu Burkoran und versuchen uns dort bis Nerias Quartier zu schleichen. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Walner. Unser aller Sinne. Ich werde Elin retten, selbst wenn das bedeutet, dass ich dich so lange beschützen muss. Wage es bloß nicht, mich zu hintergehen, Kerl. Okay, erstmal wie immer, save die save. Blutpfützen. Ja. Sind die dann in der Ebene der Blutgeister eigentlich nicht, oder? Liegt noch ein Buch. Die neue Generation, eine Visionsschrift von Sobaldo. Was zum Teufel ist eine Visionsschrift? Sobaldo hat offenbar ein Buch über seine Pläne geschrieben. Der Typ war eindeutig wahnsinnig. Hier steht: Soldaten der neuen Welt, lest dieses Buch, um zu verstehen, wie euch ihr Teil der. Nee, wie auch ihr Teil der koexistenziellen Zukunft von Vampiren und Menschen sein könnt, von der beide Seiten ausschließlich profitieren. Viel zu lange hat der Krieg der Menschheit gegen die Vampire die Bevölkerung dezimiert. Ein Krieg, den keine Seite damals gewinnen kann. Ohne Menschheit werden die Vampire an ihrem Blutdurst sterben. Doch den Kampf gegen die Vampire wird die Menschheit niemals gewinnen können. Da liegt die Zukunft in einer Koexistenz, in der Vampire das Blut von Menschen trinken können, ohne dass die Menschheit von den Vampiren vernichtet wird. Doch der Wille der heute lebenden Menschen lässt sich nicht brechen. Getrieben von den Lügen vom Sieg Vincent Weinarts über die Vampire werden die Menschen bis zum letzten Atem zu kämpfen. In der falschen Annahme, sie hätten auch nur eine kleine Chance, die Vampire jemals auszurotten. Daher brauchen wir eine neue Generation von Menschen. Eine Generation, die vom erlogenen Kreuzzug Vincent Weinarts gegen die Vampire noch nie etwas gehört hat. Eine Generation, die sich in ihrer Willensbildung massiv von den aktuell lebenden Menschen unterscheidet. Oh, okay. Papa, du bist wieder da. Was hast du uns mitgebracht? Hallo Kleiner, geht es dir gut? Kommt her, ich habe euch tatsächlich etwas mitgebracht. Was ist es, Papa? Was hast du uns mitgebracht? Und warum sieht der kleine Junge so aus, als hätte er eine Punkfrisur? Schaut mal, was ich für euch habe. Süßigkeiten. Danke, Papa. Wir lieben dich. Ach, so funktioniert das also. Ich liebe euch auch. Ich liebe es, wie ihr die Zellen seid, hier unter Fackelschein, unter der Erde. Ich meine natürlich, nachher muss ich euch leider wieder ein wenig Blut abzapfen, aber keine Sorge. Nicht viel, es tut auch gar nicht weh. Schon wieder, Papa? Das hatten wir doch vorgestern erst. Ja, meine Lieben, es muss leider sein, aber dafür bringe ich euch bald wieder neues Spielzeug mit, versprochen. In Ordnung, Papa. Komm, wir gehen in die Ecke und genießen unsere leckeren Bonbons. Ich habe immer noch diese Albträume, Baldur. Das verstehe ich. Es wird noch dauern, bis du vergessen kannst, was du erleiden musstest. Doch zum Glück konnten wir dich noch vor der Geburt deines Kindes retten, dich in Sicherheit bringen. Kein Vampir oder Mensch wird dir je wieder diese schrecklichen Dinge antun, das verspreche ich.
Deinen Sohn und dich werde ich mit meinem Leben beschützen. Die Welt da draußen ist eine andere. Die Vampire haben fast alle Menschen getötet. Doch keine Sorge. Ich finde alle Frauen, denen heute noch das Gleiche angetan wird, wie dir damals. Ich finde sie und bringe sie her, damit auch sie und ihre Neugeborenen in Frieden und Glück aufwachsen können. Sicher abgeschottet von den Monstern, die nun die Welt beherrschen. Ihr seid die Zukunft der Menschheit. Und es ist außerordentlich wichtig, dass ihr niemals nach draußen geht. Die dort herrschenden Vampire würden euch sofort finden und töten. Ja, Baldur. Ich weiß. Danke, dass du uns und unsere Kinder beschützt. Ich hoffe, du findest auch noch die anderen Frauen. Ich verspreche dir, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu retten und wiederherzubringen. Überhaupt herzubringen. Nicht wieder. Auch sie haben ein Leben in Frieden verdient, nach all dem Leid, das sie erfahren mussten. Und dafür werden wir dir unser ganzes Leben lang dankbar sein. Bevor du doch gehst, kannst du uns noch Wasser bringen lassen? Unsere Fässer sind fast leer. Natürlich, ich sag gleich Bescheid. Bitte pass auf dich auf, Baldur, wir brauchen dich. Das werde ich. Larius. Ich sehe, hast du hier alles wunderbar im Griff. Hier gibt es keine Probleme. Fließen die Einnahmen? Natürlich. Ich habe dir deinen dieswöchentlichen Anteil mitgebracht. Ebenso 3 betäubte Schwangere, die du retten kannst. Gut, ich werde die Kapazitäten hier deutlich erhöhen. Meine Manipulation läuft weiterhin hervorragend. Die Frauen sehen mich als ihren Retter und die Kinder als Vater und Beschützer. Schon in wenigen Tagen haben wir hunderte Menschen, die widerstandslos ihr Blut den Vampiren geben. Menschen, denen Freiheit egal ist, solange sie das Gefühl haben, Sicherheit zu leben und die eine viel zu große Angst vor draußen haben, sich daher niemals eingesperrt fühlen. Das ist doch Moment. Das bedeutet, es werden Frauen entführt, die von Vampiren im Haus der Freudentränen sexuell missbraucht werden und oder umgebracht werden. Dann werden immer ein paar von den schwangeren Frauen, die verzweifelt sind, betäubt, hierher gebracht. Die kriegen eine Abtreibung, dadurch sind die toten Kinder entstanden. Oder Säuglinge oder was auch immer, wie man das jetzt hier in dem Kontext nennen darf, mag. Und die Frauen sind so glücklich und die 1-2 Kinder, die noch da sind, dass die widerstandslos so bald gehorchen und ihn als Papa akzeptieren. Ich meine aber, es ist eine Person. Wenn hier auf einmal 200 Frauen sind, ich glaube, das fällt irgendwann auf und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle so glücklich darüber sind. Ja, das ist also sein großer Plan und dann hat er hier eine Menge von Menschen, die ihm widerstandslos alles glaubt, nicht an die Oberfläche will, das glaube ich auch nicht. Es werden ein paar hochwollen, spätestens die, die eigentlich Rache wollen. Vor allem das Auffälligste ist ja auch fairerweise, dass hier nur Frauen gerettet werden. Ich meine, was will er sagen? Ja, ihr seid halt das schwache Geschlecht und demnach gibt es hier keine Männer. Ich bringe ab und zu ein paar Männer vorbei, die sich dann um euch kümmern können. Ist das wirklich sein großer Plan? Und damit schafft er eine Koexistenz mit den Vampiren, indem er hier die normalen Menschen halt sozusagen hier aussaugen lässt und er hat halt noch ein paar, die halt Angst haben, hier unten so aufwachsen, große Angst vor den Vampiren haben, entgegen zu Vincent Weinert, dem Kreuzzug, also nicht diese Lüge glauben und demnach das anders funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob dieses Bunker-System so gut funktioniert, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es ist schon sehr utopisch, vor allem, weil doch klar sein sollte, dass ich weiß nicht, ob jeder Vampir das auch so gut findet. Aber es ergibt natürlich Sinn, fairerweise, dass es dann 2 Tempel gab. Also Freudentränen, das Haus der Freudentränen, das war die Vampireinrichtung, wo natürlich auch Menschen reinkommen, ein bisschen zu pimpern. Und die zweite Einrichtung ist halt Tempel des Blutes hier, wo ja, das eher auf menschlicher Basis dann ausläuft. Also menschlich, Anführungsstrichen. Das ist die Zukunft, mein lieber Larius. Eine Zukunft, in der wir nicht nur das Geld, sondern auch irgendwann auch die Macht haben, den Blutbedarf der ganzen Welt zu decken. Und wenn wir das Blut kontrollieren, kontrollieren wir alles. Kinderapokalypse? So ist es. Lass uns damit weitermachen. Wie gehen wir bezüglich unserer Konkurrenz weiter vor? Die Kinderapokalypse? Ich werde den Heiligen Kreuzzug nutzen, um sie weiter als Verräter der Menschheit anzuprangern. Wir werden ihre gesamte Struktur zerstören. Das gefällt mir.
Auf uns und unsere Zukunft. Auf uns. Jetzt sollte ich noch Wasser für die Frauen und Kinder besorgen. Ich will ja auch sie nicht dursten lassen. Okay. Also, und deswegen auch die Soldaten weg, dass die Frauen möglichst reinkommen. Aber brauche ich auch ein paar Männer noch. Ich meine, ist es nicht eigentlich auch doof? Er hat dann zwar die Frauen als Brüter sozusagen, aber die Männer sind ja trotzdem noch entweder tot oder die sind sowieso schon ihm untergeben und die wissen natürlich, wie das eigentlich ist. Also, dann hat er doch nur die halbe Charge. Ja, das ist nicht komplett durchdacht, finde ich. Nicht komplett. Dank des koordinierten Vorgehens so vieler tapferer Soldaten wie dir, lieber Leser, muss uns möglich sein, den Krieg dadurch zu beenden, dass wir den Vampiren geben, was sie brauchen, nämlich das feinste Menschenblut. Ohne Kämpfe, ohne Jagd. Direkt von der Quelle oder abgefüllt in Flaschen. Und den Menschen schenke ich das Leben, welches für sie viel zu kurz gewesen wäre, wenn ich sie nicht mit meiner Sicherheit belohnt hätte. Du hast sie vorher einsperren lassen. Doch dieser Prozess erfordert noch viel mehr Kraftanstrengung. Wir haben aktuell noch zu wenige Menschen, die ich zu der neuen Generation an Menschen zähle, deren Willen nicht verseucht sind. Deren Willen nicht verseucht ist. Von dem Streben nach Freiheit und Selbstverwirklichung. Und auf dieser Welt gibt es noch zu viele Ehemänner, die ihre Frau nicht für unsere großartige Sache hergeben wollen. Daher bleibt es unsere heilige Pflicht, das Richtige zu tun und alle Frauen in den Weg der neuen Generation zu führen, damit sie und ihre Kinder nicht ein Leben voller Angst erleiden müssen. Deswegen bleiben sie im Keller eingesperrt, in Zellen, bestimmt. Ich werde ihnen Wärme und Nahrung geben, an einem Ort, an dem sie nicht befürchten müssen, von einem Vampir oder Monster zerfleischt zu werden. Du weißt schon, wie es hier im Kerker aussah, ja? Und ja, der erste Schritt in die neue Generation wird nicht ohne Schmerz sein. Doch am Ende wird jede Frau erkennen, dass ich, sobald auch sie und ihr Kind gerettet habe, und aus dieser Dankbarkeit heraus wird sie freiwillig ihr Blut teilen. Und wenn du, geschätzter Soldat und Leser, meine Vision teilst, so ist es deine heilige Aufgabe, mir die Frauen zu zeigen, die wir noch retten müssen, und die Vampire und Männer zu vernichten, die unseren Weg nicht zu würdigen wissen. Glorreich wird die Zukunft sein, in der sowohl Mensch als auch Vampir in Frieden koexistieren können. Ohne Krieg, ohne sinnloses Töten. Und mit mir als Schöpfer dieser neuen Welt, euer Sobaldo. Das ist das Widerlichste, was ich je hören musste. Der Kerl war wahnsinnig. Meine Abscheu gegen diese Mission lässt sich nicht in Worte fassen. Also eigentlich war das gar keine so dumme Idee. Wie kannst du so etwas sagen, Asghar? Werd nicht gleich ausfallend, Elaine. Ich meine nur, wenn sein wahnsinniger Plan geklappt hätte, wäre er sicherlich reich und mächtig geworden. Dass du diesem Verrückten auch noch recht gibst, widert mich unfassbar an. Spar deine Moral, Bursche. In manchen Punkten spricht er doch die Wahrheit. Die Frauen heutzutage müssen wirklich damit rechnen, jeden Tag zerfleischt zu werden. Und deswegen willst du sie ihr Leben lang als Blutspender einsperren? Ach egal, diese Diskussion bringt uns jetzt auch nicht weiter. Sobald er ist ein für alle Mal tot. Ach sicher. Wir haben das Haus der Freudentränen und den Tempel des Blutes zerstört. Sein Lebenswerk und ihn haben wir damit völlig ausgelöscht. Dieses verdammte Drecksschwein. Ich kann noch immer nicht fassen, was er getan hat. Im Nachhinein kann einem Selene schon fast leid tun, dass sie Teil dieses widerlichen Plans geworden ist. Ah, diese Hoch hat für die Zerstörung des Bruchstücks noch viel Übleres verdient. Ich hoffe, ihr Blutgeist erleidet jede einzelne Sekunde wahnsinnige Schmerzen. Du wirst dich wirklich niemals ändern. Was? Ich bin perfekt, warum soll ich mich auch ändern? Es kommt. Auf uns warten noch viel schlimmere Dinge als diese Sobaldo. Wenn Niria und die Elras nicht stoppen, ist das alles hier ohnehin bald völlig belanglos. Ich frag mich, wo die ganzen Fillerhan sind, die er mit dem Verkauf des Blutes und dem Haus der Freuden drin verdient haben muss. Was kümmert dich das? Selbst wenn wir es finden würden, hätten wir wohl kaum die Zeit, es auszugeben. Also los, jetzt finden wir Niria. Geld? 20.000 Filler. Buch lesen wir nicht nochmal. Können wir irgendwas mitnehmen, was hier noch rumliegt? Ist ein bisschen wenig. Also da hatte ja... Oben in der Burg war mehr. Ah. Sehr gut. Blutflasche? Ach komm. Blutrune. Helm des Todes schon. Ja, okay. Die waren zumindest gut, weil...
Die waren stärker als der normale Helm. Ja, die kann man schon. Fairerweise, die kann man nehmen. Und Todesregen, was hat das nochmal gebracht? 10% Chance. Ja, das ist aber viel zu wenig. Okay, wir gucken ganz kurz mal auf das Questlog. Genau, abgebrochen. 2. Hä? Das haben wir doch gemacht. Das ist nicht abgebrochen, um Himmels Willen. Das ist Quatsch. Die haben wir gemacht. Wir haben den auch angesprochen. Das ist nicht richtig, dass das hier ist. Das war bei abgeschlossen schon längst. Das haben wir schon. Müssen wir nachgucken, welcher Folge das war, aber das hatten wir schon gemacht. Okay, das finde ich gerade schade. Hauptgeschichte. Suchen in den Städten. Okay, ohne Voraussetzung. Also bleibt Stufe 80. Hat jetzt Walnar das gefunden, eigentlich, diese Notiz? Ich gehe jetzt einfach nochmal sicherheitshalber zurück. Wenn ich darf. Darf ich. Aber gut, wenn eine Notiz gefunden... Das war ganz clever von mir. Wenn man eine Notiz finden würde, würde es ja auch nichts bringen, weil Asghar sieht uns ja dabei. Okay, lasst uns das nur mal ganz kurz angehen. Muss ich hier runter? Ja, ich muss runter, genau. Ja, vielleicht noch mal kurz zum Bosskampf für Baldur. Also elementtechnisch ist das schon nicht ohne gewesen. Also, der hat vor allem extrem viel Leben gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut das funktioniert, wenn du Stufe 80 hierher kommst. Ich würde fast vermuten, das läuft gar nicht. So. Hat es die eine Wache jetzt noch echt hier geschafft? Die einsame Wache, die hier noch den Weg bewahrt. Ne, die hat sie gekillt, oder? Ja, die ist weg. Okay, die Wachen sind also automatisch danach auch weg. Gut, dann bedeutet das, in der nächsten Folge schauen wir uns den Städten um, wobei die Frage ist, Menschenstadt oder Vampirstadt, wahrscheinlich werden beide ein bisschen geändert, verändert sein. Und ja, dann sehen wir mal, was so passiert ist. Bis demnächst auf jeden Fall, euer Landito. Tschüss. Ich bin gerade zurück ins Schloss gegangen. Und schaut mal hier. Das darf nicht sein. Wo zum Teufel sind all meine Diener hin? Die sind auch verschwunden. Skelett, erzähl mir sofort, was hier passiert ist. Meister, eure Diener waren plötzlich einfach fort. Ärgert euch nicht, Meister. Ich kann euch mit der Beschaffung von Ausrüstung helfen. Ich kenne nun die Wege, dies zu tun, Meister. Und dafür willst du jetzt auch noch Pillar, oder wie? Eine seltsame Frau sprach mich an und sagte, sie würde Ausrüstung für euch gegen Pillar verkaufen. Und ich kann hier bei dir nicht sein, Meister. Ein dummes Skelett als Zwischenhändler für irgendeine mysteriöse Frau? Was zum Teufel geht hier vor? Was für eine Magie lässt alle Vampire und Menschen verschwinden? Ich weiß es nicht, Meister. Ich bin nur ein Skelett, das viel gelernt hat, wenn es hier war. Sprecht mich an, wenn ihr was benötigt, Meister. Sag mir sofort, wie die Frau aussah. Natürlich, Meister. Sie war weiblich und hatte Haare, Meister. Du verdammtes, nutzloses Skelett. Skelette sind leider nicht wirklich in der Lage, sich besonders viele Details von Personen zu merken, Asghar. Verdammt, wer ist diese Frau gewesen? Ein Mann war hier und ermöglicht es euch, über mich mit ihm zu handeln, Meister. Wie ist dieser Kerl in mein Schloss gelangt? Ohne Vampire als Wachen dürfte es kein Problem gewesen sein. Wichtig ist doch die Frage, wer er ist und wo er sich aufhält. Er erwähnte, dass er lieber im Hintergrund bleiben möchte, wenn er euch hilft, Meister. Ihr werdet ihn also vermutlich nicht finden. Aber darf ich euch jetzt etwas von ihm anbieten, Meister? Weil jetzt ein Mann vor ist eine Frau. Wir gucken uns mal kurz Waffen an. Es ist Standard. Waffenbedarf. Rüstung. Okay. Ich habe vor allem große Angst vor ein, zwei Sachen. Wir gucken uns das gleich mal an. Okay, wir können jetzt Blutelixier kaufen. 3,5 kosten die. Nein, wir können keine Vampirsteine kaufen. Oh nee. Oh nein. Ich habe damit gerechnet, dass wir die Vampirsteine jetzt alle kriegen.
Okay, also ich schließe jetzt gerade die letzte Folge noch an. Das ist natürlich jetzt enorm scheiße. Ah, das Pass ist leer. Das heißt doch, alles andere ist jetzt hier. Oh shit. Okay, wir supporten uns. Wir supporten uns jetzt mal ganz kurz überall durch. Kerker. Wie ist denn das denn eigentlich? Ich habe noch eine Vampirmarkerin. Das heißt doch, alle Vampirdiener sind weg, oder? Die ich verwandelt habe? Okay, irgendjemand wird umgewandelt gerade. Meister, eine Frau kam her und meinte, wir könnten ihr unser Silber verkaufen, wenn wir diesen Bedarf haben. Schon wieder diese mysteriöse Frau. Nun, ich werde schon bald herausfinden, wer sie ist. Bis dann sollte ich sie mir zunutze machen. Okay. 14. Okay, wir haben den Sonderpreis behalten. Würde schon sagen. Wenn das nämlich nicht gewesen wäre, wäre ich schon sauer, weil hätte ich einmal laden können und das ganze Silber verkaufen können. Okay, warte mal. Wir gucken jetzt mal ganz schnell noch durch, was hier alles noch so ist. Was zum? Die restlichen Bruchstücke sind verschwunden. Wer auch immer hier war, hat wohl keine Probleme damit, sich an den restlichen Skeletten vorbeizuschleichen. Oder sie zu beherrschen. Ich werde denjenigen finden, der für all das verantwortlich ist. Die Antwort kennst du doch schon. Miria hat das Buch der Elras und vermutlich nur noch die Bruchstücke. Aber ist sie auch die mysteriöse Frau, die nun mit mir handeln will und deswegen mit meinen Skeletten gesprochen hat? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das stimmt. Doch im Moment können wir ohnehin nichts anderes tun, als das Buch aus Burg Horan von Miria zu stehlen. Die Bruchstücke waren wegen des von Selene zerstörten Teils ohnehin nutzlos. Wo ich auch hinschaue und hingehe, überall nur verdammnisbringende Frauen. So, ich nehme an, diese Gefangenen sind weg. Ja, okay. Also die hätten mir jetzt eh nichts mehr gebracht. Ich frage mich nur, warum gerade eigentlich eine Verwandlung läuft, weil die sollte ja eigentlich gar nicht gehen, weil warum sollten da... Moment, was ist mit den... Meister, die Vampire sind plötzlich verschwunden und die Menschen haben sich das Leben genommen. Was? Wie zum Teufel kann das sein? Okay, Hinweis darauf. Aber hier wird zumindest noch jemand verwandelt. Okay, wird weiter foltern. Zumindest probiert er jetzt noch zu arbeiten. Gefängnis ist leer. Alle Papiere sind weg. Wie ist es mit den Menschen aus unten? Okay, also ich muss sagen, das ist ein harter Schnitt jetzt natürlich. Er macht natürlich auch wahrscheinlich noch mehr Sinn dann in der Hauptstory. Aber ist natürlich trotzdem ein herber Schlag. Okay, wir gehen mal ganz kurz in die Burg rein. Ich weiß, ich überziehe jetzt gerade wieder die Folge, aber das fand ich jetzt noch sehr interessant im Zuge dessen, weil ich wollte jetzt einfach schnell wieder mal ein bisschen auffrischen. An Helme gescheiden. Also, dass wir Vampirsteine nicht mehr die Chance haben, die zu kaufen, finde ich schwierig. Gerade eben. Muss ich ehrlicherweise sagen. Das finde ich wirklich gemein. Okay, dann machen wir noch ein was, nämlich nur zur Sicherheit. Gucken wir mal bitte in die Halle der Opferung. Haben wir da auch irgendwas verloren? Okay, das sieht alles gut aus. Da haben wir alles behalten. Okay, das ist schon mal schön. Genau, hier hat sich nichts geändert. Gut, würde ich sagen, wir sind wirklich jetzt durch. Ja, finde ich ein bisschen schade. Sie hätten wenigstens übernehmen können. Alles, was wir davor schon hatten an Händlerinventaren, wird übernommen. Dass zumindest mit dem Vampirstein das möglich ist, weil das ist ja natürlich für mich das größte Dilemma. Weil ich habe jetzt wie viele Vampirsteine gebraucht? 2? Ah, das tut schon weh. Ich habe jetzt noch 21 über, ja. Also, ich weiß nicht, was für Härtekämpfe kommen. Die sollten einiges aushalten. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, jetzt endgültig. Wir beenden die Folge. In der nächsten werden wir dann durch die Städte gehen und mal gucken, also durch eine Vampirstadt, durch eine Menschenstadt und mal vergleichen, was da jetzt passiert ist. Und dann wird's
wahrscheinlich zu Bokoran gehen. Ich weiß nicht, wie genau das dann abläuft alles. Ich meine, fairerweise, wir sind mit Stufe 80 in diese Instanz gekommen. Man kriegt wieder XP, also man wäre bestimmt auf Stufe 85 gewesen, 86. Man muss ja trotzdem noch irgendwie trainieren parallel. Gerade wenn es eventuell die Nachschubrouten fehlen. Ja, könnte schwerer sein. Egal. Also, bis demnächst, euer Landitur. Tschüss.